Herzlich willkommen zum vierten Spieltag der German Training League, der Season 5. Und heute geht's ran mit unserem Team Competitrix gegen das Team Metal Glady. Metal Glady soll es sein. Geleitet vom lieben Krypto Glady, aka Dr. Eiermann, wie er sich jetzt zur Zeit nennt. Alter, ich bin hyped, ich bin auch nervös. Das Matchup ist Bullshit für mich, weil Incineroar fickt mich halt hart. Aber ja, ich hoffe, mit diesem Team hau ich rein. Ich habe anfangs überlegt, noch ein spezielles Panferno mitzunehmen. Ich kann ja ganz schnell hier drüber gehen. Wir haben Rewile mit dem Fokus-Headset, Sword Dance halt normal, Ice Shard. Lander Policy, Selbria, Leaf Storm. Wenn ich halt Leaf Storm misse, kriege ich plus 2 Boost. Das wäre halt schon cool. Nee, wait! Kotary macht nämlich minus 2. Oh, fuck. Okay, ich pack einfach die Echo Berry drauf. Fast hätte ich einen Fail gemacht. Steelix, die Fritzbox, wer weiß, was für ein Name ich habe. Der kann mich anschreiben. Choice Scarf, Violetta, by the way, Fritzbox mit dem Curse Set. Aerodactyl mit dem Heavy Duty Boots, Storage, Aquatel, Defog, Roost. Das sollte Domfer ein bisschen checken, das Ding. Und 1-9, was ein bisschen auch Incineroar checken soll. Aber ja, und das Ding soll ein bisschen Zeraora checken. Ich hab Schiss von dem Matchup, deswegen ich schicke ihn jetzt raus. Wir nehmen gerade 18:30 Uhr auf, meine Eltern sind zu Hause und er hat kein Instagram mit. Sie hat kein Instagram mit. What the fuck? Alter, kein Instagram, kein Jesus. Mann, der fickt mich doch komplett. Okay. Wir bleiben cool. Ich hasse ihn, das Spiel jetzt. Have fun. Ah, okay. Karius ist dabei. Damit hätte ich nie gerechnet. Aber mit allem anderen. Ich hätte mit diesem Team gerechnet, aber. Kein Lucario. Lucarius, Problem. Lichtspiel, Problem, weil ich mich darauf gar nicht richtig vorbereitet habe. Das sieht man auch in dem Set hier. Ja, ich kann den Focus Plus immer noch drauf drücken. Wollen wir einfach mit deutsches Internet anfangen? Ich nicht! Oh shit, ja, ich denke mal, deutsches Meme ist ein guter Lied. Ich könnte hier Hyper Voice spammen. Ich kann hier halt Lichtspiel einfach Hyper Voice spammen. Deutsches Meme ist ein gutes Meme. Deutsches Meme, deutsches Internet. Ich könnte mal auch ein Meme. Ne, viel machen. Könnte eine Idee sein. Da ist vielleicht Bambus, der die Bambusleitung. Weibliches Domfan, weibliches Lucario. Schäm dich. Okay, kommt du gleich, schreib mir einfach. Jo, wenn du andere Avatars haben, schicke ich dir gleich eine Seite. Cool. Ich will jetzt erstmal hier gamsen. Ich denke mal, Joyce Meme ist ein guter Lied. Gegen Zeraora, was wir outspeeden. Nee, was wir, wenn er gespeed creept ist, outspeeden. Ich habe drauf gespeed creep. Hoffentlich funktioniert das. Dieser Speed Creep. Ich denke mal, das ist ein guter Lead. Wir sollten gegen unser eigenes. Ditto hat 49 Kopf, oder? 48. Meloetta mit Base 4-8. Sollten wir Meloetta 55% machen. Okay, das ist nicht viel. Trotzdem, der macht uns nur 39. Warum macht er? Ja, wer will mehr KP haben? Wie viel würde der Lucario abkriegen? Wie viel. Okay, Lead. Meloetta vs. Slowbro. Oh, schön. Das sehe ich gerne. Ich würde hier eigentlich direkt im Free den Hyper Voice drücken.
Hyper Energieball. Ich könnte auch den Energie. Nee, ich denke mal Hyper Fester Play. Ich muss kurz nachgucken. Lucario, erstmal Lucario Damage. Nachgucken. 45% kriege ich direkt drauf. Jo, das mache ich. Ich drücke einfach Hyper Boss. Direkt 45% drauf, bis 38 bis 45% drauf kriegen. Das will. Das will jeder, ha? Das will doch jeder. Und den Cross Combat sollten wir auch tanken, sogar. Wir könnten sogar so gesagt 3-Shotten direkt. Meleuter ist hier unsere Win-Con. Literally. Meleuter sieht gar nicht mal so kacke aus. Hier, Matchup, weil, wenn das Ding da stirbt, das Lucario, gewinnt es halt mit Hyper Voice. Oder war Hyper Voice mein Misplay? Mega slow, Bro. Hyper Voice macht 42 und ist gegen das normale Slowbro. Macht 52, okay. 40%, das ist speziell defensiv. Oder? Nicht komplett, nicht komplett, okay. Der ist nicht komplett speziell defensiv, nice to know. Telepart sieht so komisch aus. Okay. Ja, ich hätte auch Thunderbolt drücken können, da hätte ich ihn direkt 54% reinschippen können. Oder der hat nur ganz wenig oder ein Spätzle. Ich könnte vorstellen, dass er ein Spätzle-Fesen hat. Ja, dann hätten wir jetzt einen Mineral getroffen. Denke ich jetzt eher. Ja, aber jetzt wäre er halt auf einer Range von Thunderbolt-Kill. Das wäre halt. Nee, der hat jetzt Regenerator. True. Wenn er keine Fähigkeit verkackt hat. Ich muss hoffen, dass er Fähigkeiten verkackt. Sieht jetzt so, okay, kein Specs, perfekt, Lucario kommt rein. Okay, Lucario kommt rein. Ja, und das Ding fickt mich halt komplett. Weil ich mich halt literally nicht darauf vorbereitet habe. Nee, Moment, wenn du halt dich nicht vorbereitest auf den Mond. Soll ich auf die Telekom gehen? Soll ich auf die Telekom gehen? Lucario könnte Scarf sein halt. Soll ich auf Aero gehen? Warum wird man so Aerodactyl? Wir machen halt eh nichts dagegen. Und der Meteor Mash macht zu viel und Close Combat auch. Ich könnte mich halt dagegen roosten. Kommt halt jetzt der Close Combat. Bei Pyram würde den halt am besten tanken. Das war's auch. Würde halt getushottet werden wahrscheinlich. Weil ich nicht komplett full death bin. Außer wenn er nicht live up ist. Wenn er nicht live up ist. Macht er mir nur 50%. Zum Scouten. Ja, komm, wir gehen bei Pyram zu scouten, was es im Set ist. Ja, Fire Punch macht weniger. Ich denke mal hier zu. Ja, vielleicht könnte er Sword Dance sein. Sword Dance wäre problematisch. Der hätte eine Chance, mich zu killen dann. Kleine Chance zu killen. Das wäre dann eine 6,3% Chance, mich zu killen. Und wie ich mein Glück kenne, könnte das sogar literally passieren. Wie sieht der Mega Steelix dagegen aus? Plus 2. Wacht, killt auch nicht. Okay, perfekt. Dann kann ich dagegen Erdbeben drücken, wenn dann Vapirion stirbt. So. Ich hoffe mal, es klappt. Lucario habe ich mich literally zu wenig vorbereitet, wie ich gerade merke. Das könnte echt problematisch werden. Da kommt Vapirion rein. Der drückt den Close Combat 50%. Ich werde mir sagen, hat er jetzt ja den Rexroll bekommen. Oder ist er Adamant? Kann auch Element sein, aber den sollte ich tanken. Deswegen erwische ich hier. Sollte ihn tanken. Egal was, ich tanke den. Der ist nicht banned. Der ist nicht live up. E-Belt könnte er sein. Deswegen, boah. Ich könnte hier auch einfach protecten. Ich denke mal, hier 1 und 1 direkt hier hochzuhören wäre halt nice.
Ja, ich kann leider ihn nicht gerade diesen Unterdruck setzen. Er setzt mich gerade unter Druck. Das regt mich gerade ein bisschen auf. Ja, ich bin ein bisschen zu defensiv. Okay. Ja, dann guck danach morgen früh. Okay. Okay. Gut. 9 bis 12 Uhr, die Tage, wie diese Woche am besten. Genau. Ja, genau, mach ich. So, kurzer Cut. Schon Turn 3, ich bin so unter Druck gesetzt, aber naja. Ich denke mal, Panferne wäre hier besser gewesen, als wie bei einer des Liedes. Okay, Slowbro kommt rein. Das ist mir egal, ich denke mal, irgendwelche Toxiken. Deswegen drücke ich Baton Pass auf. Genau, Baton Pass in Fritzbox gehen. Wie viel macht denn der Slowbro? Mega, ich weiß, dass der im Übrigen speziellen Griff hat. Ich habe dann dagegen noch nie gekämpft, halt, lol. Macht gegen Steelix mega zu viel. 4 zu viel. Wollen wir protecten und dann wischen? Ja, wir protecten mal und gucken, was er macht. Okay, direkt ein Psyshock. Warum schickt er mir das hier? Egal. Er schickt Krypto oder was, er schickt mir ganz jetzt hier Sachen hin und her. Ich wische ihn jetzt nochmal, weil Slowbro und Omega macht mir wie viel? Psyshock? Aquana, gegen Aquana, Aquana, Aquana. Würde es halt 25% machen. Ja, you wish, let's go. Okay, da kommt nochmal der Teleport. Wichtig, wichtig. Sehr wichtig, dass ich hier den Teleport kriege. Zeraora kommt rein. Ja, das war klar. So, und ich gehe jetzt auf die Fritzbox. Egal, was er drückt, ich kriege ihn hier. Da kommt der Nock. Ich bin mega. Werde geheilt. Will ich hier direkt jetzt cursen? Will ich hier cursen? Der ist immer noch im Ditto, darauf habe ich wenig Bock. Will ich Stealth rocken? Ich drücke mal. Wo will ich einfach hier. Ich denke mal, Kyroball ist der Play. Okay, Domfang kommt rein. Das ist ein Chip für ihn. Und er ist Lefty. Okay. Boah, Aerodactyl ist hier mein Play. Er holt die Stealth raus. Das ist nicht so schlimm. Ich kann defoggen. Und ich sollte 101 jetzt gewinnen. Und Aquatel drücken. Jetzt soll ich defoggen. Ich defogge. Ja, da kommt der Aisha, der macht mir nichts. So, und ich Aquatelle. Ich Aquatelle in seine Fresse. Ja, Slowbro kommt halt hier immer free rein. Das ist blöde. Slowbro setzt mich gerade komplett unter Druck. Obwohl ich einen Zebrial da habe. Hey, das ist mir jetzt auffällt, dass wegen Contrary Blunder Policy falsch war, weil ich minus 2 Drop kriegen würde. Okay, 32%. Er legt noch einen Stealth Rock. Das ist nicht schlimm.
Ich konnte nochmal Aquatail drücken. Ich treffe halt jetzt wegen, weil jetzt ein Evasion runterkürzt als Tisch. Ich habe halt noch Roost. Haben wir die Fog nochmal? Hä? Ah, Mist, ich hab verkackt. Ich hätte Shiny Aerodactyl gebraucht, wegen Telekom. Mist. Kack. Ist ja lustig gewesen. Shiny Aero. Mist. Ja. Ich denke mal, hier ist die Fog der Play. Ich kann mich immer noch hoch heilen gegen Domphan. Eishard hat Prio, das war's. Ja, Slowbroken Trap. Die folge ich. Und in Slowbro gehe ich in. Will ich in Serperial gehen? In Sam? Ich hab Bock auf Serperial Sub. Da kann der Psyshock machen mit Chip. Chip und Chip. Oder ich Synthese. Ne, er bleibt hier nicht drinne. Der Junge bleibt hier nicht drin. Ne, diesen Chip will er nicht haben. Ich habe hier Free, in Anführungsstrichen Free, direkt Sub. Und Sub ist, denke ich, mich hier Play und dann kann ich mich immer noch hochsynthesen. Das ist, denke ich, immer sowas mit meinem Play. Ja, da kommt Tanti. Das habe ich und Synthese direkt. Vielleicht Mr. Hurricane, das wäre mir sehr, sehr lieb. Und jetzt ist der blande Policy. Wäre sehr, sehr funny. Und dann kriege ich schon mal mein Seprial hoch wieder. Das ist. Okay, da kommt ein Knock. Den Turmkibbe. So, und ich könnte jetzt hier. Hades. In der Tiergeistform. Pivot. Würde ich jetzt mit Leafstorm hier auf plus 2 kommen können. Plus 2 würde halt dann, ja, würde mehr Schaden machen. Dann gehe ich auf den Leafstorm. Dann kann ich sehen, ob der Full Speed ist. Ja, ist Full Speed, okay. Ich gehe hier aber trotzdem auf den Leafstorm. Da kommt Ditto rein. Okay. Ich krieg aber trotzdem einen Boost und er nicht. Er sieht jetzt so, okay, Aiden Power, was für ein Aiden Power könnte das sein? Ich subbe, weil er kriegt keinen Boost. Dadurch. Es könnte sogar sein, dass es der Knock of Nero war, by the way. Finde ich funny. Ich denke mal, Serperias Sub macht hier ihm sehr, sehr, sehr viel Druck. Und das Ding jetzt plus 2 ist, puh. So, und wenn Taunty drin ist, drücke ich immer Sub. Ne? Nee, Mist, kann ich nicht. Er muss jetzt das Ding rauswechseln in Taunty. Taunty kriegt dann aber. Okay, Lucario kommt rein. Okay, Lucario kommt rein. Leafstorm macht ihm jetzt 92%. Dann Leafstorm mich. Ich bin schneller. Leafstorm 50%. Okay, der ist AD. Crunch. Sache ist Ditto. Nicht Ditto. Mein eigenes Hip Royal, ob plus 6 gesagt dann. Derp. Plus 6 macht meinem eigenen. Über 100 Schaden. Shit. Er ist aber AV, das ist interessant.
Soll ich einfach... Komm, wir gehen einfach wieder rein. Ich habe keinen Bock, dass da ein Detro ist mit... Was ich gesagt habe, da kommt der E-Speed. Schön. Mann, jetzt hätte ich es haben sollen. Shit, egal. Das war kompletter Mist, by the way, von ihm. So, Scald ich hier. Scald ich hier. Ich denke mal, Scald ist mein Play. Ja, Scald ist mein Play. Hier den Damage mitzunehmen, nehme ich. Ja, nee. Ich kann nämlich aber immer noch... Ah, da, ja, das Ding hochteilen will ich eigentlich nicht. Ich bette... Ja, komm, ich bette... Scheiße. Batonpasse. Oh, das drücke ich doch Scald. Betten Pass Scald, Betten Pass Scald. Betten Pass Scald, 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 eins von beiden. Betten Pass Scald. Come on. Wechsel raus in Zara Aura. Nein. 50-50 verkackt. Shit, okay. Jetzt wäre halt ganz nice mit Zep Royal. Plus 0 ist gegen ein Lucario. Das Gefühl. Dann darf ich bitte. Danke. Ah, dieses Lucario. Ja, ich muss hier nochmal subben. Was habe ich hier? Synthese. Da kommt die Aggroth Berry zu Einsatz. Bin ich vorhin mit 20. Nee, ist das auch. 1 und 1, 20% gemacht. Synthese ich. Und die Story. Ich sag, verdiene ich den Sub, dann kommt ein Ditto rein, was plus 2 ist. Kann ich das Ding aufhalten mit deutschem Meme, deutsches Internet? Meloetta gegen na, das wird wahrscheinlich sogar noch schneller sein, 28, genau. Ich würde mir aber 40% machen und ich würde Hyper Voice für 60% machen gegen Ditto. Würde ich... Ne, warte mal, plus 2, das wäre 79% gegen Meloetta. Ich würde es dann aufhalten können. Oder Synthese? Gegen Power ich oder Synthese ich? Und halt der E-Speed jetzt. E-Speed, dann bin ich auf 90. Dann der Leafs, ne, Leafs und ist, denke ich, in meinem Play. Das Comeback könnte man noch nicht. Synthese ist der Play. Synthese ist der Play. Ja, da kommt der E-Speed. Wie gesagt, Synthese ist hier mein Play. Und ich sabbe. Wieder. Doch ist, ich heile mich halt einfach. Oder? Nee, shit, ich heile mich nicht dagegen. Komm auf die E-Speed Throw. Shit. Ah, Mist. Das 101 gewinne ich dann nicht. Warte mal, wie viel würde Meloetta jetzt gegen einen Lucario machen? Mit einer Assault West. Ich
treffe, macht es 108. Das ist die Sache, ich könnte das Ding dann killen. Dann. Deutsche Memes. Warum komme ich jetzt auf deutsche Memes? Mann! Hat mich gerade hart ab. Oh, ich bring ein paar Rocker-Ina erstmal. Für den Chip. Aber mit den paar Rockern. 101 könnte ich halt nach der Zeit gewinnen. Mach halt 4,6. Er ist ja auf minus 1 jetzt, ja. Er trägt halt keine EV mehr. Warte mal, er trägt keine EV mehr. Ist eigentlich Meloetta hier mein Play? Dann ist Meloetta hier mein Play, weil das Comet macht mir 65, dann outspeede ich. Speed macht mir 24. Ja, genau. Deutsch Meme. Okay, er tut Crunch. Okay, strong. Das war strong. Aber jetzt könnte ich ihn halt literally mit Thunderbolt killen, oder? Warte mal. Wie viel Damage hat mein Leaf Storm gemacht? Das will ich jetzt mal nachgucken, bevor ich hier wirklich... Oh, sonst muss ich wirklich hier... Nee, das wäre eine andere Leaf Storm Damage. 50% habe ich gemacht. Auf wie viel plus war das hier? Royal plus... Das sollte plus 4 gewesen sein. Oder plus 2. Nee, es sollte plus 2 gewesen sein. Er sollte ein wenig HP haben. Wenn er voll HP ist, wenn. Würde Meloetta hier nicht killen. Ja doch, würde minus 1 würde. Nicht plus 1, minus 1. Eine Row sein, deswegen Focus Blast. Let's go, Focus Blast. Psychic wäre halt besser gewesen zu haben, aber ich habe halt nicht gerechnet, dass das Ding mitkommt. Deswegen habe ich halt nicht gerechnet, dass das Ding mitkommt. So, das Ding ist tot, mein deutsches Internet auch jetzt so gesagt, in Anführungsstrichen. Was könnte denn jetzt auch reinkommen? Ja, könnte ich jetzt Dornfang reinkommen? Ich bin schneller als der Aura. Okay, da kommt Slowbro. Da kommt der Psyshock. Will ich ein Muscle Davis oder ich im Bambus? Im Bambusleitung. Ich denke mal, die Bambusleitung ist ein ganz guter Play. Das Lucario ist tot. Nehme ich. Sollte mir vielleicht Schreibe ich mir die Kids auf? Ja, komm, schreib mir die Kids ein. Ich hasse die Kids. Ich hasse es. Nehme ich überhaupt auf? Also als Frage? Jo. Da ist es. So, mein Meloetta hat einen Kill. Nice. Ja, ich denke, manche macht gerade nicht die souveränsten Body Press kommen. Okay, Body Press, interesting. Sehr interessant, das Set. Will ich Synthesen? Ja, ich will Synthesen. Natürlich will sofort. Ja, Fritzbox würde ich sagen. Oder Telekom. Komm mal, der U-Turn. Wie viel U-Turn macht von Taunty? Macht immer 38. Ich subbe. Ja, ich subbe. Oh, der trifft den Hurricane. Oh, ich war mir sicher, dass er nicht Hurricane spielt. Schade. Egal. Das Ding war nicht so wichtig. Ich denke mal, hier Meloetta reinzuschicken wäre obviously. Er kann halt noch Heatwave haben. Ich denke. Warum nehme ich überhaupt so viel Setup mit? 1, 2, 3. Ich habe mir extra Aquarium nicht mit Flipturn mitgenommen, weil wegen Pito, aber nö, du nimmst Setup mit. Ich bin dumm. Nennt mich Mr. Dumm. Dumm, dumm und dumm.
wenn ich jetzt da reingehe, ich hab halt natürlich nur Eyeshard und kann das Sword dancen. Er drückt halt, Leere ist ein Play von mir. Das ist ein Tornades. Kein Ei, sondern Tornades. Die macht halt mit Hut und 53% gegen mich. Ich tue ihn aber mit Eye Shard. Ich gehe in Fritzbox. Ein Curse. Die Sache ist, es ist ein Ditto und das Ditto sollte verlieren nach einer Zeit gegen Steelix. Das sollte einfach verlieren nach einer Zeit. Es sieht gerade gar nicht gut für mich aus. Er hat noch ein volles Zeraora, er hat noch ein volles Doblo, er hat noch ein volles Sonity. Ich habe ein halbtotes Dingensen, Vaporeon. Das wird richtig blöd für mich. Slowbro Volt hat komplett Steelix. Steelix, auch Steelix. Slowbro. Ganz wichtig, Slowbro. Mache ich. Nach plus 2 erst 50% Schaden. Nee, du. Ich Stealth-Rocke. Da kommt die U-Turn. Ui, 3% Damage. Ja, die Stealth-Rocke ist hier, denke ich mal, der Play. Donphan kommt rein. Ja. Schicke ich hier mein... Hab's Gefühl, Weaver ist hier mein Play. Mit Weavile kann ich ein Donphan. Nee. Plus 2. Wenn er einen plus 2 Weavile hat. Was könnte ich gegen. Ja, ich habe meinen Fritzbox hier. Ja. Der hat Low Kick. Fuck. Fuck. Wenn er einen Scar plus 2 Weavile stehen hat. Hab ich verloren. Weil der Junge wird von Lowkick zerstört. Ich hätte Brick Break mitnehmen sollen. Fuck, daran habe ich nicht gedacht. Ich bin toll. Das solltet ihr nach einer Zeit wissen. Don't fun. Oder ich gehe einfach in Meloetta rein und riskiere, dass er jetzt einen Attacking Move einsetzt. Welchen Telekom geben möchte. Oh, ich zecke 1 und 1. Ich gehe in 1 und 1. Ich bin sowieso schneller und wish. Scalde. Einfach. Wenn das Ding stirbt, ist das schlimm. Nein, es ist nicht. Es ist nicht schlimm. Nö, es ist nicht schlimm, weil es eigentlich für Ego-Check da sein sollte. Deswegen, jo, let's go. Okay, da kommt der Spin. Jetzt ist er schneller. Shit. Jetzt rückt er aber, habe ich ein Gefühl, Erdbeben. Habe ich irgendwie so ein Gefühl. Boah, ich will nicht protecten. Ja, ich gehe in Telekom. Ah, Mann. Okay. 1-1 ist nochmal weiter runtergechippt. Boah, ich protecte hier. Kriege ich nochmal Lefty Recovery. Lefty Recovery. Ein bisschen diesen Protect gut machen. Ich protecte. Oder? Er wird jetzt denken, ich gehe in Telekom oder ich wische. Ich wische. Wenn das Ding stirbt, ist es nicht so schlimm. Weil ich kann. Ich habe immer noch mein. Ja, okay. Er drückt Erdbeben. Ich habe immer noch mein Scarf-Dingensen. Meloetta. Was, nicht Kill? Oh. Fuck, der hat ja Eyeshard. Wie viel macht Eyeshard? Scheiße. Daran habe ich jetzt nicht gedacht. Ja, das Ding sollte aber trotzdem gewinnen hier. So, und da kommt jetzt hier, Eggman rein. Jetzt muss ich halt predicten. Ich spiele hier gerade kompletten Bullshit zusammen.
Entschuldigung, ich spiele hier gerade komplett Bullshit zusammen. Ich gehe in Masvidalis. Nein. Ja, da kommt Strobro. Drücke ich hier. Ne, im Schwert dann zurück, bin ich dead. Oh nee, Teambuilding zu technisch habe ich echt hier schwach abgeliefert und da kommt der Buddy Press und ich bin halt sehr schuld. Ich kann hier nochmal knockern, dann ist der Junge nochmal angechippt. Der kommt so schnell wieder hoch. Das ist aber nicht schlimm, wenn er stirbt. Dann gehe ich einfach in den Löwetalon rein. Okay. Das Gold kommt. So, moin. Hyper Voice ist mein Play. Hyper Voice in deine Fresse. Von einem Scarf mit Alter. Das tut echt weh. Ich weiß gar nicht, ob ich. Ja, mit Wesen kann ich ihn halt auch zur Ohr speeden. Ah, das war echt nicht gut von mir gespielt, muss ich sagen. Das hätte ich echt besser spielen können. Echt. Habe ich nicht gut gespielt. Muss ich sagen, von mir. Habe ich echt miserabel gespielt. Aber ich komme immer noch in Zeraora vorbei, solange ich noch mein Ding sage, ist Ditto. Ja, ich habe mich einfach komplett schlecht auf Ditto und auf Lucario vorbereitet, muss ich sagen. Muss ich schon sagen. Das deprimiert mich komplett gerade. Wampfang kommt rein, jo. Da kommt da meine Hyper Voice. Und dann kommt sein Ice Shard. Ja, kommt sein Ice Shard und ich ruste hier. Nicht ruste. Oder ist Roost mein Play? Ist Roost mein Play? Da kommt halt Slowbro rein. Slowbro. Wie viel kriegt Slowbro von Damage von Meloetta? Nicht Meloetta, Aero 23, das Ding ist auf 48, das wäre ein 3-8-KO, shit. Ich huste, dann. Ich muss, denke ich mal. Er braucht halt das Ding da. Stompfern. Weil Speedtime mit Ditto hat er keinen Bock. Wenn ich Ditto auf den Steel kriege, habe ich auch geschafft. Dann kann ich einfach Fokus blasten. Ich das schaffe. Dann GG. Ah. Muss mal überlegen. Wie könnte ich hier am besten die beste Differenz raushauen? Sache ist, Gold, solange es sich nicht mehr als Eishard hier. Ich fange nicht hoch. Landet. So. Ich habe jetzt das Gefühl, dass er jetzt rauswechselt in Lover oder in Terraora. Er kennt jetzt natürlich alle Moves aus der Stonehenge bei mir. Er hat noch ein tolles Ding da. Boah, wie soll ich das hier noch schaffen? Vielleicht kriege ich jetzt auch einen Crit mal.
Ein bisschen Karma für mich. Ich denke mal, Roos ist... Er denkt, dass ich jetzt hier wieder Roos gehe. Slowbro kriegst du literally 5,6 Schaden. Ja, 5, das hat nicht voll Def. 7,6 Schaden, Max. Süß. Wenn ich mich hochhalte, 100%. Macht mir das Gold 70% aus, wenn was passiert, wenn er mega ist. Dann macht er mir 97%. Wenn ich nur vom Gestein zu. Ja, okay. Wie viel macht er meinem Stetix? Ja, hm. 75% und ich mache mit Erdbeben 22%. Wenn ich jetzt zwei. Ne, ich brauche das Ding noch auf Zeraora, sonst geht Zeraora bei mir durch, lull. Strawberry kommt rein, okay. Ich krieg eine Stonage drauf. Und ich krieg einen Shit. Uff. War gecallt. war gecallt irgendwie. Wer kommt halt wieder raus? Wechselt halt wieder raus. Ah ne, aber Aquatel ist immer noch nicht mehr play. Ja, geht wie ein Donphan rein. Ich treffe schon wieder Sonic. Alter. Lust. Ich rooster. Aber bis jetzt laufen meine 50-50s alle sehr gut. Könnte ich Donphan schon auf der Range killen? Warte mal, wie viel habe ich gesagt? Aquatail. Okay, das ist einfach nur voll HP. Booste ich. Booste. Da? Stonage. Das kriegt ja immer noch Chip und das ist jetzt auf 43%. 43 minus 6 sind. Chip. Das Ding stirbt dann. Tschüss Donphan! Der hat am Ende keine Schalt gedrückt. Anscheinend hat er, denke ich mal, prediktet, dass ich raus wechsle. Und der Tor rein. Okay. Da gewinne ich aber mit 40 Box komplett. Ja, da gewinne ich halt mit 40 Box komplett. Und ich drücke Pyroball. Gyroball ist mein Play. Dieser Damage ist cute. Telekom kann ich jetzt sacken, genau. Ich kann jetzt eigentlich in Telekom rein switchen, das sacken und in deutsche Memes rein. Deutsches Internet. Vielleicht Missplate auch. Ein Megatier. Ganz gut. Bekommt keine Recovery mehr. Dankeschön. Und ich drück die Hyper Voice. Was, nein, Thunderbolt ist so gar nicht mein Play wegen Zeraora. So gar nicht. Tschüss, Dr. Eggman.
Uff. Okay, GZ, er hat gewonnen. Okay, das, der Junge kann auch was wäre. Der Junge kann einfach aus wäre. Wusste ich nicht. Okay, ich wusste nicht, dass das, das Ding auch was wäre kann. Okay, GG. Yeah. Vielleicht mit Crit. Schade. Mm. Ich hätte drin bleiben. Ich müsste. Ja, ich hätte drin bleiben sollen. Ja, das war ein bisschen von mir Anlag insgesamt. Ich habe halt nicht gut gespielt. Insgesamt, das Spiel war einfach komplett garbage bei mir. Teambuilding war auch komplett mal wieder garbage bei mir. Boah, ey, ich muss echt verbessern, deswegen Teambuilding. Hm. Was soll ich denn noch sagen? Hm. Ja, good game. Er hat echt gut gespielt. Die Aurasphäre hätte ich jetzt nicht gepredicted auf dem Ding. Ich wusste gar nicht, dass das Ding Aurasphäre kann. Cool. Nice, no. War nice. Ich hoffe, euch hat der Kampf gefallen. Ja, ich bin ein bisschen debriger natürlich. Ist mein erster Lose. Aber ich wusste, dass ich diesen Kampf verliere, weil das Matchup war einfach so scheußlich für mich. Weil Match für mein Team, mein größtes Problem an meinem Team ist mein Speed. Weil ich nur 130 habe, weil ich mein Mega-Aero nicht bekommen habe. Bedeutet, so ein Zara-Aura macht mich im Team-Winning fertig. Und wenn ich dann nicht die Aura-Sphäre sehe, uff. Ja. Hat mich trotzdem glücklich gemacht, dass ich ihn 3-0 rausgeholt habe. Wenn Insta Rock gehabt hätte, wäre ich schon längst tot gewesen. Da wäre ich aus 300 Jahren schon längst tot. Aber naja. Mm. Schöner Kampf. GZ. Für Kryptografie hier. Ein ganz nice. Was ich am Anfang vergessen habe zu machen. Ich blende euch mal hier die Tabelle noch ein. Vom, habe ich am Anfang? Vielleicht habe ich es am Anfang gemacht. Wenn ich es am Anfang gemacht habe, dann ist es egal, was ich sage. Hier nochmal die Tabelle vom dritten Spieltag, wie ich da abgeschnitten habe. Da war ich ja Erster. Sache ist, ich weiß nicht, wie CryptoGladi abgeschnitten hat, weil CryptoGladi hat seinen dritten Spieltag noch nicht gespielt. Der kommt erst am Mittwoch. Muss er verschieben, weil der liebe Graf Spooky krank geworden ist. Deswegen, naja. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ah, das ärgert mich ein bisschen, aber trotzdem. Marcel hat hier echt gut gespielt. Wir sehen uns bis dann und ciao. Euer Marc. Bye, bye.